Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Edge of Eternity. Ich wollte eigentlich als nächstes jetzt zum Uhrwerkfeld, aber ich habe mich dazu entschlossen, hier noch schnell dieses Dorf zu retten. Ich muss jetzt bloß mal. Ach du Schande, was bist du denn da hinten? Ich könnte mir vorstellen, das gehört mit zur Quest, weil wir müssen ja nachher in diese Richtung irgendwann weiter. Werde ich jetzt aber erstmal dran vorbeigehen. Ja, wie gesagt, ich wollte diese. Wachsen die Dinger nach? Ich habe das doch hier überall eingesammelt. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich wollte diese Quest machen, wo wir das Dorf beschützen müssen. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr genau, wo das gewesen ist. Tür zur Elum. Hier hinten war das doch nicht drin, oder? Och Mann. Töte zwei Feinde oder mehr mit einer Aktion. Ja, das werde ich wohl nicht schaffen. So, Selene. Der lädt sich aber auch wirklich unwahrscheinlich langsam auf. Das sind Energiepunkte, okay. Gut, in das Gebiet komme ich noch nicht rein. Hier war ja dieser Bewuchs. Und ich glaube. Ah, wo war denn jetzt dieses Dorf? Ich weiß, dass das irgendwo oben war. Bestimmt hier am Anfang. Ich bin hier völlig falsch. Nein, genau reingerannt da. Ah. Yeah.
darkness before dawn. Ich weiß, dass da direkt am Grund, also am Baum, wo der Eingang war, auch noch ein Save-Punkt war. Ah, da drüben, genau. So, dann hoffe ich mal, dass wir das zu dritt jetzt locker flockig schaffen. So, genau, super. Der Speicherpunkt. Ganz wichtig. Ja, und dann würde ich mal sagen, können wir hier nochmal mit allen reden. Ich würde eher sterben, als sie in die Nähe der Kleinen zu lassen. Und da drüben wollen wir hin, weil es geht ja hier noch weiter. Das Dorf ist ein bisschen größer, so wie es aussieht. Ich bin bereit. Wir haben uns noch nicht mal von unserer letzten Auseinandersetzung mit den roten Witwenlingen erholt. Wie sollen wir das schaffen? Ja, ich bin doch da. Versteh mich nicht falsch. Alno hat einen Schlag ins Gesicht verdient. Oder auch zwei. Aber wir sollten einander gegenseitig unterstützen. Das Dorf ist alles, was uns bleibt. Wir sind eine Familie und Familien halten zusammen. Alno, dafür kriegen wir dich. So, gut. Habt ihr Erfahrung darin, Invasionen im großen Stil abzuwehren? Ja, das kann man so sagen. Dann kümmern wir uns um den südlichen Teil des Dorfes und die anderen um den Rest. Ich habe nur wenig militärische Erfahrung, also sagt mir einfach, wo ich die Geschütztürme aufstellen soll. Aber denkt daran, dass ich nicht, dass ich nur genug Material habe, um zwei oder drei davon zu bauen. Aber vor allem benötigt der Bau Zeit. Ihr werdet mich schützen müssen. Also, seid ihr bereit? Jo. Gut, denn sie kommen. Follow my lead and we'll get through this. So. Gut, die nächste Welle beginnt bald. Ich würde jetzt mal sagen, den einen Turm bauen wir hier auf. Zack. So, du gehst mal... Also wir müssen uns schon so ein bisschen verteilen, dass wir... Ah, da sind sie schon. Konnte der nicht hier auch irgendwo... Drängler stürmt, ein Nexus fällt voran. Okay, es geht aber nur ein Feld. Dann würde ich ihn jetzt hier quasi warten lassen. Du wartest auch einmal. Und mit ihr versuche ich mal noch hier eine zweite Kanone aufzubauen, wenn der da fertig ist. Schade, dass ich jetzt das Level von denen nicht sehe. Aber doch, ich glaube... Level 30 sind die. Okay. Gut, das bringt mir jetzt noch nichts. Darian. Hm.
Ah, die haben aber auch eine elendig hohe Reichweite mit diesen Angriffen, ne? Stimmt, einer ist ja... Aber gut, der sollte eigentlich kein Problem darstellen. So. Der wird immer wieder, habe ich das Gefühl, zurückgestoßen hier. Ach du Schande, jetzt habe ich Darian getroffen, ne? So. Ja, und das ist das Fiese, ne? Wenn die wenigstens auf dem Feld stehen bleiben würden, wo sie dann gelandet sind. Aber die gehen zu ihrem Ausgangsfeld zurück und können das im Grunde jederzeit wieder machen. Ja, mein Lieber, du hast mir bisher hier noch gar nichts genutzt. So, Selene, du müsstest jetzt auch mal ein Stück rüber, damit wir gleich unsere Männer heilen können. Einer ist noch da, genau, der ist jetzt... Also Darian braucht unbedingt Heilung. Interagieren.
Ach, warum kann die den denn noch nicht heilen, Mann? Super. Jetzt mal Darien. Todesparade. Das meine ich. Dadurch, dass er das komplette Feld angreift, ist er schon so ein bisschen, ja, zu was zu gebrauchen. Allerdings verliert er auch recht viel Leben. Also ich bezweifle, dass ich den in der nächsten Runde noch habe. Es sei denn, ich schaffe das jetzt nochmal mit Selene, den zu heilen. Er muss hier wirklich ganz schön was einstecken. So. Nein. Ach, der schmeißt die auch zurück. So.
us before dawn. Einer ist noch da. Ich würde Darion auch gleich mal da oben stehen lassen. Da müsste ja die nächste Welle dann nachher bald kommen. Selene bleibt hier. Sehr schön, genau das hatte ich jetzt geplant. So. Sind jetzt nur noch zwei. Ich hoffe mal, das war der letzte Angriff. Sich selbst, wenn ich wüsste, was das hier macht. Nein, die nächste Welle beginnt bald. Ihr wollt mich doch verarschen hier. So, kannst du ihn jetzt da drüben heilen? Nee, kannst du noch nicht. Also müssen wir noch ein Stück dichter ran. Okay, da sind vier.
Da hinten sind auch noch mal zwei. Gut. Ah, immer dieses Weggeschubse. Nee, halt. Okay, erledigt. Und der müsste jetzt auch erledigt sein. Keine Erfahrungspunkte. Du bist nicht nur in Gebiete vorgedrungen, die niemand gehen soll, sondern hast auch noch diese Invasion mitgebracht. Ja, und nun sind sie alle tot und auf unserer Seite gibt es nur leicht Verwundete. Du machst eine Riesensache daraus, obwohl niemand gestorben ist. Du heulst nur wegen ein paar kleinen Kratzern rum. Außerdem gehören ihr Gebiet und ihre Obstbäume jetzt uns. Und mit ihren Leichen werden hier heute Abend ein ziemlich gutes Festmahl veranstalten können. Hab ich recht? Ja, wir werden ein Festmahl haben, Alno, aber du nicht. Du hast das Dorf das letzte Mal in Gefahr gebracht. Wir haben einstimmig beschlossen, dich zu verbannen. Oh, hm. So läuft der Hase also, was? Du solltest dir die Sache nicht so zu Herzen nehmen, Karadin. Du bist wirklich ein fürchterlicher Angsthase. Wir haben Kinder. Nichts rechtfertigt es, ihre Leben aufs Spiel zu setzen. Hör auf rumzubrüllen. Niemand ist gestorben, verdammt nochmal. Wir sind fertig mit dir, Alno. Pack deine Sachen und verschwinde. Ich verstehe schon, keine Sorge. Ich verschwinde, ohne eine große Szene zu machen. Übrigens, wem werdet ihr meine Hütte geben? Ich will mich nicht einmischen, aber Lieselotte macht eine schwere Zeit durch. Hau ab. Danke für eure Hilfe. Wir wünschten, wir hätten etwas, das wir euch als Belohnung geben können, aber wir können nur das Wenige, was wir haben, mit euch teilen. Es ist schon in Ordnung. Wir müssen das wirklich nicht nehmen. Bitte nehmt es an. Es ist nicht viel. Ich weiß. Lasst uns euch wenigstens anständig danken. Wir mögen alles verloren haben, aber wir haben noch unseren Stolz. Naja.
schnittige Hose. Ja, da gucken wir gleich mal, ob wir die... Und was war das hier noch? Mutterns Gericht. So, schnittige Hose. Hier haben wir auch was Neues. Das ist aber Müll. Ja, die nehme ich doch. So, jetzt können wir uns hier im Dorf nämlich endlich auch mal weiter umgucken. Es ist uns gelungen, hier einen Ort für uns selbst aufzubauen. Es ist nicht Arcadia, aber wir müssen uns damit abfinden, dass wir niemals wieder in einer solchen Stadt leben werden. Einige von uns leben hier, weil sie sich weigern, zu Leibsklaven von Tyr Zaelum zu werden. Andere wollten einfach nur in Frieden leben. Aber wir alle sind hier, weil wir keinen anderen Ort haben, an dem wir gehen könnten. Wir gehören nun alle zur selben Familie. Und wir können alle aufeinander zählen. Eine Kristallfrucht. Ja, super. Ihr werdet sie nicht zu sehen bekommen, weil sie Angst vor Fremden haben. Aber wir ziehen gerade mehrere Eichratten auf. Sie halten das Dorf frei von kleinen Nagetieren und Insekten. Und sie schnurren, wenn man sie zwischen den Schwänzen krault. Sie sind so unglaublich niedlich. Ja, wenn du das sagst. So, hier waren doch auch Händler irgendwo. Wir fangen damit an, Medizin an Tyr Zaelum zu verkaufen. Wir konnten eine wirksame Formel synthetisieren und aus den Giftdrüsen, die wir von den roten Witwenlingen geerntet haben, ein paar Portionen kochen. Es war ein langer Weg, bis die Technomagier hingenommen haben, dass wir in der Lage sein könnten, ein Produkt herzustellen, auf das sie vertrauen können. Tatsächlich haben wir das Alno zu verdanken. Er hat jeden Tag direkt vor ihren Augen ein Glas davon getrunken, um zu beweisen, dass es sicher ist. Wenn ich so nachdenke, war das auch der Zeitpunkt, wo er begann, seltsam zu werden. Alno ist fort. Wir alle hier sind Überlebende. Wir alle müssen mit dem Verlust unserer Stadt, unserer Familie und unseres Zuhauses zurechtkommen und da kommt er des Weges und streut noch mehr Salz in unsere Wunden. Er hat sich seine Verbannung selbst zuzuschreiben. Auf Nimmerwiedersehen. Bitte mich nicht darum zu reden, bitte. Das liegt außerhalb meiner Kräfte. Okay. Oh, hier müsste mal die Brücke repariert werden. So, ach Gott. Neue Quests. Mach dir keine Hoffnung. Wir müssen sie danach zurückgeben. Das Wichtigste zuerst, wenn du eine Giftdrüse entfernst, darfst du sie niemals direkt berühren. Trage immer einen Handschuh. Wenn du dir am Körper eines roten Witwenlings... Wenn du dich am Körper eines roten Witwenlings zu schaffen machst. Sie haben uns ein Messer gegeben. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Mann, wie groß ist denn das hier? Aber wieso sind die Wilwillinge so gemein? Das nächste Mal, wenn sie kommen, haue ich sie auf den Kopf und zwar genau so. Okay. Ich muss Pipi machen, ja. Ich bin immer noch hungrig, Großmutter. Kann ich bitte noch etwas haben? Die roten Witwenlinge sind hergekommen, weil sie nicht wollten, dass wir so nah bei ihnen wohnen. Aber sie haben ihre Lektion gelernt und werden nicht wiederkommen.
So, dann haben wir jetzt hier die Händler und hier sind auch noch welche zum Quatschen. Aber wieso wollen die Witwenlinge uns fressen? Ah, Mann. Ich habe Angst, ja. Brauchst du nicht mehr, ich habe mich drum gekümmert. So, was bist du denn hier für einer? Wirbelhieb, Nickerchen, mutige Öffnung, elektrische Spule, Licht des Himmels, Konterhaltung, Feueres, Wirbelhieb und lahmlegen. So, Belebex hat er hier leider auch nicht. Ja, dafür bin ich jetzt den weiten Weg hochgeklettert hier. Bis wir hier eine richtige Wahl abhalten können, bin ich der vorläufige Anführer dieses Dorfes. Lasst mich euch dafür danken, was ihr für uns getan habt. Ja, nichts zu danken. So, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Schade. Ich habe gedacht, hier gibt's noch ein paar Waffen, dass sich der Kampf da unten lohnt, aber ich empfand das jetzt nicht so als, ja, als lohnenswert. Ist die Frage, wie komme ich denn hier wieder runter? So, gut. Dann werde ich die Folge an dieser Stelle jetzt hier erstmal beenden. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao.